Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge LS22 auf der Fichtal. Es geht weiter. Wir müssen Wasser holen und uns darauf vorbereiten, dass wir kalken müssen. Da werden wir, ich überlege gerade, wir mit dem hier fahren. Ich weiß aber nicht, ob der den Miststreuer schafft, der das hinkriegt. Weil der Miststreuer hat, gut, der hat 80 PS, also der hat 125 PS. Sollte schon gehen. Problematisch wird halt nur werden. Ne, wir müssen ja gar nicht hier hoch, oder? Doch, wir müssen auf die 114. Das könnte vielleicht ein bisschen problematisch werden, da hochzukommen. Mit dem kleinen Gerät hier. Aber wir werden es einfach ausprobieren. Weil für was anderes wird der hier aktuell sowieso nicht benutzt, außer für Kalk. Deswegen. Aber es wird halt definitiv jetzt die Zeit kommen zum Düngen. Beziehungsweise halt jetzt für die nächste Zeit. Werden wir auf jeden Fall gucken. Werden wir auf jeden Fall gucken, dass wir einen den Mist auch demnächst ausbringen. Und ich denke, da wird auf jeden Fall was bei rumkommen. Also definitiv bei allen Feldern werden wir mit dem Ganzen arbeiten. Mit Mist. Deswegen wird das dann, denke ich mal, auch spaßig werden. So, gut, der trägt das ganz schön weit oben, das Gewicht, aber das ist jetzt ja nicht so schlimm. Da fehlt eigentlich noch so ein Standard-MB-Truck-Gewicht eigentlich. Eigentlich müsste das mit ran, so ein MB-Truck-Gewicht. Das sieht doch doof aus hier. Ja, das sieht doof aus. Das werden wir noch wechseln. Wir müssen ja eh zum Händler. Wir müssen ja eh zum Händler. Deswegen wird das wohl eher runter oder wegfallen. Wir müssen ja eh noch Kalk holen. Dann mal gucken, wo wir anfangen. Ich würde ja auf der 114 anfangen und dann haben wir das Feld schon mal weg. Genau. Weil dann haben wir das weg und dann brauchen wir uns um nichts mehr Gedanken machen, weil dann haben wir den schwierigsten Teil schon mal fertig. Und dann müssen wir gucken, dass wir den Mist ausbringen auf allen Feldern, die jetzt halt schon abgeerntet sind. Da definitiv auch noch unterwegs sein. Und dann natürlich zusätzlich auch noch gucken, dass wir noch pressen müssen. Also die Ballen pressen. Auf jetzt zu dem Rapsfeld müssen ja die Ballen noch gepresst werden. Also das ist ja auch noch, das kommt auch noch dazu. Hier liegt auch dieses blöde Gewicht, liegt da auch hier rum, ey. Kann das nicht woanders hinräumen? Hier, wo es keinen stört. Nein, nicht wahr sein. Also wie diese blöde Ballenpresse. Hätte man auch mal woanders hinstellen können. So. Dann sind es gleich nur noch 9 Bäume, denen wir Wasser geben müssen. Dann würde ich jetzt zu dem hier fahren. So, abladen. Gut ist. Dann Händler. Ich brauche ein Gewicht von MB-Truck. Wo ist es? Ne, hier ist es nicht mehr. Da ist es. Das da hätte ich ganz gerne. Im ganz normalen Standardgrün. So wie der Traktor auch ist. Der braucht kein Schmierfett. Brauchen wir nicht. Alles überflüssig. So.
Und dann brauchen wir Kalk. Kalk. Das da hätte ich ganz gerne. Und zwar 4 Paletten. Also 4 Big Bags. So. Gut, da steht das Zeug. Nehmen wir mit. Müssen wir einmal hier hinten drehen. Wieder 1800 Euro weg. Eigentlich gegen den Baum am besten. Das passt ja. So. Dann mach einmal ran das Ding. Jetzt trotzdem ein bisschen sehr hoch. Also, ich weiß nicht, bis wohin der das hochziehen will, aber das ist ja geisteskrank. Das ist doch nie und nimmer ist das Original, dass das so weit oben ist, oder? So, warte. Jetzt so. Wo ist er? Hier so. Alter, Walter, was ist das denn für ein Flickenteppich hier? Was ist denn hier für ein Flickenteppich? Mache ich das kaputt? Und mache ich das kaputt? So. Einmal entlernen den Lachs. So, dann hier den Rest rein. Dann müssen wir den Kollegen wieder zurückfahren und wieder befüllen. Weil es fehlen ja nur noch 9 Bäume. Ich glaube, das muss ich nach der Aufnahme mal vervollständigen. Das ist halt wirklich so eine Arbeit, das ist... Nee. Das ist einfach nur... Das Blöde ist halt auch, man kann keine automatische Bewässerung anmachen. So. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, doch automatische Bewässerung. Jetzt interessiert mich ja wirklich mal, was das kostet. Ich weiß nicht, ob ich das... Warte mal, wir machen das mal bei einem Baum, der schon voll ist. Ist ja einer von denen hier sein. 19.000 sind das. Automatische Bewässerung. So, das sind jetzt knapp 1000 Liter, die fehlen. Wird mir nicht in Rechnung gestellt. Na, das ist ja auch wieder geil. Naja, müssen wir gleich mal gucken. Weil das wird ja wahrscheinlich jetzt auf die Rechnung mit draufkommen da. Die der jetzt benötigt. Das sieht irgendwie ein bisschen unnormal aus, das mit dem Gewicht. Naja. So, 9000 Liter sind drinne. Dann geht's auf die 114. Ich weiß noch nicht ganz, wo ich lang fahre am besten. Am besten wird der wahrscheinlich sein, hier hoch und dann links. Diesen Berg nicht hochfahren muss, oder? Oder das ist natürlich auch ein größerer Weg. Natürlich ein größerer Weg, wenn wir jetzt sagen, wir fahren hier lang hoch. Anstatt jetzt einfach hier, bupp. Wobei ich meine, wenn wir das sehen, wird es wahrscheinlich schwierig werden, überhaupt da hochzukommen mit dem Traktor. Wir fahren mal hier lang. Ich meine, wir haben jetzt natürlich auch einiges an Gewicht hinten dran, also das müssen wir ja auch mal sehen. Der hat jetzt natürlich ordentlich zu kämpfen. Aber da kommen wir ja nicht rein. Ist ja gut, entspann dein Leben, ey, wirklich. Der hat aber auch schon arge Probleme, hier hochzukommen, ne? So. Aber wir spielen noch mit Fruchtzerstörung, oder? Müsste ja an sein. Theoretischerweise. Die Frage, ob hier irgendwas mit Stoppeln oder so aus ist. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. So. Dann ist er wieder voll, der Kollege. Geht's wieder in den nächsten Baum. So, ich wollte jetzt mal gucken. Einen Baum haben wir ja noch, der noch nicht ganz... Der hier. Das sind knapp 1000 Liter. Aber der Rechner kommt nicht. Wahrscheinlich gibt es wahrscheinlich so eine Sammelrechnung am Ende des Tages bestimmt. Könnten ja mal das ausprobieren bei so einem. Oh, das waren
Was waren das jetzt? 4000? Das wird halt nicht angezeigt, die Scheiße. Also ich meine, dafür, dass wir hier für das Wasser, was wir da aus dem was weiß ich, wo herkriegen, dass das halt knapp so 1000 Euro kostet für 18.000 Liter. Ich glaube, das waren jetzt hier Minimum 3.000, 4.000 Euro, die wir jetzt für die automatische Bewässerung ausgegeben haben. Natürlich haben wir dadurch aber auch wieder keinen Stress und so weiter, aber ist halt immer so eine Sache, nicht? Ich kann ja nochmal gucken. 3.880. Naja, gut, 2.800 Euro für 20.000, das geht aber noch. Also ich sag mal so, das ist noch erschwinglich. Es ist jetzt nicht so völlig übertrieben. So, es ist jetzt nicht so, dass es völlig überzogen ist. Dann lassen wir erstmal stehen. Müssen jetzt erstmal gucken, dass wir mit dem hier hochkommen. Anfahren. Na, das wird ja ein Spaß. Boah, ey. Der hat richtig zu kämpfen, der Kollege. Der hat richtig zu kämpfen. 125 PS. Die schallern jetzt halt übel rein. Auf die 21 Tonnen hinten dran. Oder ne, 17 Tonnen oder so. Was sind's? Das ist brutal. Wir müssen ja nur irgendwie da hochkommen, nicht? Ab hier können wir wieder ein bisschen Gas geben. Da kommen wir wieder ein bisschen besser voran. Ab gleich wird es dann eh wieder ein absoluter Krampf werden, weil, sag mal so, den Anstieg, das ist schon brutal. Natürlich, wenn man ein bisschen im Rollen ist, geht das immer. Aber so komplett anfahren ist halt Arsch. Das ist richtig kacke. Wenn man so richtig anfahren muss und so. Das ist schon richtig kacke. Vor allem, wenn du dann halt auch währenddessen irgendwie schalten musst oder sowas, das ist dann natürlich noch viel besser. Kommt nicht so geil. Das wird jetzt spaßig. Wir machen mal einen Tempomaten rein, würde ich sagen. Lenken wird wahrscheinlich nicht so sinnvoll sein. Sollte da wieder runter. Jetzt geht es wieder doch ein bisschen besser. Das ist halt das Problem jetzt bei dem Schalten, dass der halt die ganze Zeit hin und her schaltet. Von alleine. Ich würde ganz gerne eigentlich mal dieses Schalten jetzt auch mal selber auf manuell schalten. Was ist denn das? Motor- und Gangschaltungsmodus. Manuell mit Kupplung. Manuell. Ich finde, wenn wir einfach sagen, die Kupplung. Hier, vierter Gang, 9 km/h. Das geht völlig fit. So. Jetzt dreht er natürlich ordentlich hoch, das ist klar. Jetzt schaltet er doch wieder von alleine. Warum? Achso, in die Richtung. Hä? Warum macht denn der das jetzt trotzdem? Das verstehe ich schon wieder nicht. Hä? Kann ich denn hier eigentlich nichts machen? Ey, wir buddeln uns ein gerade. Mein Traktor rutscht. Ich glaube, der steckt da so ein bisschen fest, würde ich mal so behaupten. So ganz eventuell, nur so ein bisschen. So. Ist ja jetzt aber auch nicht so schlimm, weil wir können ja einfach sagen, hier. Ich bin Mr. Magico. Ui, ach du Heiliger. Ich habe ja immer noch diese. Ach, das manchmal ärgert es mich echt. So, wir müssen jetzt hier irgendwie hochkommen. Also muss ich es leider so tun. Weil der Traktor schafft es halt leider nicht hier hoch. Was soll ich machen? So, jetzt stehe ich aber ein bisschen doof. So. Warum schaltet der nicht runter? Das muss man mir mal erklären.
Ich weiß auch gar nicht mehr, wie man schaltet, wenn ich ehrlich bin. Oh wow, Minus öffnet auch noch die Dings. Ich bin ja völlig überfordert, wie man hier schalten. Schaltet. Automatik, mach Automatik wieder. Ich weiß nicht, wie man schaltet. Aber ich würde sagen, während sich der MB-Truck hier hochkämpft, könnt ihr gerne mal ein Like und ein Abo da lassen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Das war's für heute. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein. Tschüss und ciao. So, ich muss erst aufklappen.